Welchen spektakulären Plan hat sich jetzt Osimhen in seinen Vertrag einbauen lassen? Und welcher ganz neue Torwart ist jetzt auf dem Wunschzettel vom FC Bayern? Das und vieles, vieles mehr jetzt hier nur bei uns in diesem Video. Wir starten unser Video mit einer Neuigkeit aus der Premier League. Nach wie vor bemüht sich der FC Chelsea weiterhin um eine Einigung mit den Seagulls, ist aber noch nicht bereit, Brightons Preisforderung von 116 Millionen Euro zu erfüllen. Zuletzt boten die Londoner 93 Millionen Euro für die Dienste des 21-jährigen Sechsers. Caicedos Vertrag bei Brighton ist noch bis 2027 gültig. Unter anderem habe der FC Chelsea schon mehrere Angebote an die Seagulls gesendet, die bisher aber immer abgelehnt wurden. Caicedo ist absoluter Leistungsträger bei Brighton und ich denke, dass Brighton den nicht unter 116 Millionen Euro ziehen lassen wird. Bei Al-Hilal sind noch einige Spieler auf den Wunschzettel und das merkt man auch momentan. Nämlich ist auch Al-Hilal an den nächsten Top-Spieler interessiert. Nämlich ist es Joao Felix. Nämlich wurde Joao Felix in letzter Zeit öfters mit Al-Hilal in Verbindung gebracht. Für ein Interesse spricht zudem, dass Al-Hilal vom Portugiesen Jorge Jesus trainiert wird und dieser seinen Landsmann Joao Felix kennt und schätzt. Jesus selbst bestätigt zuletzt, dass man im Begriff sei, einen Spieler von Kaliber Cristiano Ronaldo oder Karim Benzema unter Vertrag zu nehmen. Als Ablöse für den 23-Jährigen stehen satte 80 Millionen Euro im Raum. Der Wechsel von Gonzalo Ramos zu Paris Saint-Germain wird in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. In Sachen Financial Fairplay trägt der französische Meister ein wenig. Schon seit Tagen besteht grundsätzlich Einigkeit zwischen Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon. Wie die L'Équipe nun berichtet, haben die beiden Vereine am heutigen Sonntagabend die letzten Details geklärt. Herausgekommen ist dabei eine Laie mit nahezu verpflichtender Kaufoption. Man kann also davon ausgehen, dass der portugiesische Torjäger in einem Jahr dauerhaft nach Paris wechseln wird. Vereinbart wurde ein solches Vorgehen, um PSG in diesem Sommer Probleme mit dem Financial Fairplay zu ersparen. Fabrizio Romano nennt weitere Details der Übereinkunft. Die Ablöse für den geplanten Transfer liegt demzufolge bei 65 Millionen Euro plus 15 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Der Medizincheck und die Unterschrift beim französischen Meister sind für die kommende Woche geplant. Eigentlich befand sich der Transfer von Ousmane Dembélé zu Paris Saint-Germain in trockenen Tüchern. Doch trotz des bereits abgeschlossenen Deals lässt sich die offizielle Bestätigung noch auf sich warten. Das hat einen überraschenden Grund. Noch immer wartet man in der französischen Hauptstadt auf die offizielle Bestätigung, dass Ousmane Dembélé für 50 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselt. Ich kann bestätigen, er hat uns gesagt, dass er gehen möchte. Er hat ein Angebot von Paris Saint-Germain, wir können nichts tun. So der FC Barcelona Sportdirektor. Paris Saint-Germain und wir können nichts tun. Es fühlt sich schlecht an, aber es ist seine persönliche Entscheidung. Eigentlich schien alles angerichtet zu sein für die Transfermeldung. Doch während man bei PSG noch darauf wartet, aus Barcelona die Einzelheiten für den geplanten Medizincheck zu erhalten, haben die Katalanen einen neuen Plan ausgecheckt. Denn laut unseren französischen FT-Partnerreaktion Foot Mercato hat Barca einen anderen Deal im Kopf. Die Blaugrana wollen ihre gute Beziehungen nach Saudi-Arabien spielen lassen, um Dembélé in die Wüstestadt nach Paris zu schicken. Denen nach wie vor winken deutliche übrigere Ablösesummen aus Saudi-Arabien als von anderen Clubs. Foot Mercato zufolge positioniert sich Al-Hilal für den Dembélé-Transfer. Neben dem astronomischen Jahresgehalt von 100 Millionen Euro für den 26-jährigen Flügelspieler würde auch Barcelona deutlich mehr als die von PSG gebotenen 50 Millionen Euro erhalten. Al-Hilal hat einen wahren Kaufrausch hinter sich. Der saudische Pokalsieger hat bereits mehr als 178 Millionen Euro in Neuzugänge wie Malcolm, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic und Kalidou Koulibaly investiert. Dementsprechend ist man bei den Katalanen trotz der quasi ausgearbeiteten Deals mit PSG fest entschlossen, Dembélé in letzter Minute nach Saudi-Arabien zu transferieren. Der Franzose bevorzugt allerdings eher einen Wechsel nach Paris. Daher könnte der ehemalige BVB-Profi am Ende trotzdem im PSG-Trikot landen. Bei Barca versucht man noch, dieses Szenario gewinnbringend zu verhindern. Lange hat der VfL Wolfsburg um die Verpflichtung von Robin Gosens gekämpft. Zuletzt stand der Transfer unmittelbar bevor. Neuesten Berichten zufolge hat sich das Kapitel Bundesliga erstmal erledigt. Robin Gosens hat in seiner Karriere einen eher ungewöhnlichen Weg durchlaufen. Nach Stationen in den Niederlanden entwickelt sich der Linksverteidiger bei Atalanta Bergamo zu einem der besten Spieler auf seiner Position. Vergangenes Jahr folgte der Wechsel zu Inter Mailand, das rund 27,5 Millionen Euro Ablöse nach Bergamo überwiesen hatte. Nun endlich soll der 29-Jährige erstmals in seiner heimischen Liga an den Start gehen.
Ein Deal mit Union platzte zuletzt aufgrund der zu hohen Ablöseforderungen der Mailänder. Damit war ein Transfer des deutschen Nationalspielers in die Bundesliga aber nicht vom Tisch. Medien berichten, dass der VfL Wolfsburg die Verpflichtung von Robin Gosens zeitnah finalisieren wolle. Nun grätscht Sky dazwischen und berichtet, dass ein Engagement bei den Wölfen für den Linksfuß nicht in Frage kommt. Laut Informationen des Bezahlsenders ist der Außenbahnspieler nicht zu 100% von einem Wechsel überzeugt. Dieses könnte auch damit zusammenhängen, dass sich der VfL Wolfsburg erst jüngst auf der Gosens-Position verstärkt hat. Linksverteidiger Rogerio hat am gestrigen Samstag einen Kontrakt bis 2027 in der Autostadt unterschrieben. Für Sky ist klar, dass Gosens kommende Saison bei Inter bleibt. Sehr lange musste Jan Sommer auf den Wechsel zu Inter Mailand warten. Doch nun soll der Wechsel fast fertig sein. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen den FC Bayern-Keeper am Sonntagabend an einem Mailänder Flughafen. Medienberichten zufolge soll der Schweizer in der italienischen Metropole nun den Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen Vertrag beim Champions League-Finalisten unterschreiben. Wie lange der Vertrag gehen soll, ist aber noch nicht bekannt. Jan Sommer soll der Nachfolger von Onana sein, den es zu Manchester United gezogen hat. Auch Neues gibt es in den Sachen von Victor Osimhen. Victor Osimhen ist das Aushängeschild des SSC Neapel und will dem Vernehmen nach seinen bis 2025 laufenden Vertrag beim italienischen Meister verlängern. Mehr Gehalt inklusive. Berichten zufolge soll eine Sonderklausel für die Angebote aus Saudi-Arabien eingebaut werden. Angedacht sei, dass es im neuen Vertrag eine Klausel für einen Wechsel innerhalb Europas zwischen 110 und 150 Millionen Euro geben soll. Und eine weitere Angebote aus dem Emirat, die dann im Vergleich zur regulären Klausel mindestens die doppelte Summe aufrufen soll. Zuletzt soll Al-Hilal dem Nigerianer 1 Million Euro pro Woche angeboten haben, das er aber abgelehnt hat. Was haltet ihr von dieser Klausel? Findet ihr diese Klausel gerechtfertigt oder findet ihr das nur purer Bullshit? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Der FC Bayern braucht einen neuen Torhüter, da der Wechsel von Jan Sommer zu Inter Mailand vor dem Abschluss steht. Der Schweizer ist bereits in Mailand und absolviert am Montag seinen Medizincheck. Währenddessen steht das Comeback von Manuel Neuer weiter in den Sternen. Geht es nach Lothar Matthäus, kann es aber nur einen geben, der als Ersatz in Frage kommt. Laut Matthäus sollte der FC Bayern auf De Gea gehen. Und an De Gea Stelle sollte er zu Bayern gehen, sagte Matthäus der Sportbild über David De Gea, dessen Vertrag bei Manchester United im Sommer nicht verlängert wurde. Matthäus appellierte sogar förmlich an den Spanier, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hier darf es nicht um Geld gehen. Die Chance für ihn, beim europäischen Spitzenverein zu spielen, ist doch eine riesige, tolle Herausforderung. Ich weiß nicht, ob er zu einem anderen Verein dieser Kategorie wechseln könnte. Matthäus fuhr fort, mit ihm hätten die Bayern einen Topmann als Neuersatz, der sogar dauerhaft Nummer 1 sein könnte, wenn Neuer, was wir alle nicht hoffen, nicht mehr zurückkommen sollte. Was auch noch für De Gea spreche, De Gea ist am besten im Torwartalter und hat seine Klasse bei Manchester United unter Beweis gestellt. So, und jetzt seid ihr mal wieder gefragt. Könnt ihr euch einen Wechsel von David De Gea zum FC Bayern vorstellen oder sind das einfach nur reine Spekulationen? Was sagt ihr noch zu dieser spektakulären Klausel, die in Osimhens Vertrag eingebaut werden soll? Findet ihr, dass sie angebracht ist oder ist das einfach nur purer Bullshit? Schreibt eure Meinung gerne mal wieder in die Kommentare. Wir lesen jede eure Kommentare und versuchen darauf ein Herz zu geben. Jetzt könnt ihr noch gerne diesen Kanal hier kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Außerdem könnt ihr gerne auch ein Like geben, falls euch dieses Video gefallen hat. Die Glocke aktivieren, um keines weiteren solcher Videos mehr zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu sein. Jetzt sind noch meine letzten Videos eingeblendet, die könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao, ciao.